besten überlege ich das selbst. Okay, hier. Rebell, 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 Ich denk darüber Rebell, nach. Rebell, Rebell. Hör bloß auf mit der Scheiße. Ich glaube, mit dem Schmied können wir reden. Mannig. Ein neues Gesicht. Willkommen in Okara. Wir können hier jeden Mann gebrauchen. Okay, du bist Schmied. Du bist Schmied? Schmied, Koch, Schürfer und was weiß ich noch alles. Je weniger Männer wir werden, desto mehr Aufgaben muss ich übernehmen. Okay. Ihr braucht noch Leute? Oh ja, und zwar dringend. Unser Anführer Roland hat in der letzten Zeit alles verheizt, was wir noch an Reserven hatten. Wir können hier jeden gebrauchen. Okay. Wo finde ich euren Anführer? Geh runter in die Mine. Er hat dort seine Höhle. Ah, okay. Ich besorge euch neue Männer. Wenn du freie Männer kennst, die bereit wären, für den König zu kämpfen, dann bring sie her. Such in der Umgebung von Okara und auf den Höfen von Montera. Ich bin mir sicher, dass es einige verlorene Seelen dort draußen gibt, die hierher kommen würden. Ja, den Bauer Rufus haben wir ja schon mal. Der Bauer Rufus hat eine Nachricht für euch. Sehr schön. Er hat sicher Neuigkeiten aus Montera. Dank dir, dass er heil hier angekommen ist, Freund. Oh, schon wieder Level up? Ich brauche Waffen. Ha, du stehst hier in der größten Waffenschmiede der Rebellen von Mittelland. Ich kann dir sicher was anbieten. Zeig mir deine Waffen. Okay. Bastardschwert. Langschwert. Das ist nicht ordentlich, aber weniger Schaden als unsere Waffe. Ja, naja. So toll viel hat er jetzt auch nicht. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal zu dem Anführer Roland, wie er heißt. Ach, Roland, er so heißt eine Person, die ich kenne. Bäh. Okay, und zack. Zack. 103 mal Fleischbraten, okay. Also können wir uns demnächst wieder mit Fleisch heilen, das ist schön. Sechs. So, perfekt. Wir sogar einen Inos schreien, sehr schön. Okay, dann gehen wir mal in die Höhlen rein. Das ist nämlich hier runter. Okara ist, wie gesagt, seht ihr hier auch eine Mine. Nichts anderes als eine Mine. Und hier ist aber ein Rebellenlager errichtet worden. Wow, wow, wow. Soweit ich weiß, können wir auch selber Erz abbauen. Ah, 5 Eisenerz geschürft. Tatsache. Cool, cool. Machen wir sie auch mal. Wie mich alle anstarren. Guckt euch an. 5 Eisenerz geschürft. Darf ich mal? Nein, darf ich nicht. Okay. Dann gehen wir mal runter zum Anführer der Rebellen. Ja, haben wir das Schild nicht mehr ausgerüstet. So, hier sind die Wohnquartiere von Okara, wenn ihr so möchtet. Hier seht ihr das. So einzelne Räume. Und, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, befindet sich hier hinten der Anführer Roland. Genau da ist er. Auch in der Paladinsrüstung, wie ihr seht. Reden wir mal mit ihm. Ich hörte davon, dass ein neuer Mann unser Lager betreten hat. Man sagt, er sei vielversprechend. Hm, sie haben nicht übertrieben. Okay. Du hast dir das Sagen? Ich halte Okara so gut zusammen, wie ich kann. Es ist höllisch. Zumal wir schon mehr als die Hälfte unserer Männer verloren haben. Okay. Ja, du bist ein ehemaliger Paladin? Du bist ein ehemaliger Paladin? Ja, ich war ein Krieger des Königs, wie alle meine Waffengefährten in Gotha. Unsere Überheblichkeit war so groß wie die schmähliche Niederlage gegen die Orks. Trotzdem trage ich meine Rüstung immer noch mit Stolz. Okay. Erzähl mir mehr über Gotha. Gotha liegt im Osten, zwischen Faring und Montera. Einst war sie der Hauptsitz der Paladine des Landes, bis sie von den Orks überrannt wurde. Heute wandelt der Tod durch die Straßen von Gotha. Die Schamanen der Orks haben die Stadt mit einem schrecklichen Fluch belegt. Ja, in Gotha waren wir ja schon und haben auch die Untoten in Gotha besiegt. Deshalb können wir das jetzt auch hier sagen. Die Untoten in Gotha sind besiegt. Bei Innos. Endlich ist der Fluch der Schamanen gebannt. Der Dank aller aufrechten Männer dieses Landes ist dir sicher, Fremder.
Nimm dieses Gold als bescheidenen Tribut von uns allen. Du wirst es brauchen, um Gotha wieder aufzubauen. Die Stadt soll wieder in seinem alten Glanz erstrahlen. Sprich mit Sean. Er soll alles Nötige veranlassen. Okay, Quest, baue Gotha wieder auf. Okay. Was ist dein Plan? Was ist dein Plan? Wir brauchen Kontakt zum König. Um den Orks nicht in die Hände zu fallen, hat er sich in der Burg der Hauptstadt Vengard verschanzt. Mhm. Ich habe einen Teleportstein, der zur Hauptstadt Vengard führt. Dann benutze ihn. Schnell, sprich mit dem König. Ja, das machen wir aber später, weil wie gesagt, in Vengard werden wir elendig grippieren. Das ist wirklich krass da drin. Was ist mit deinen Männern passiert? Montera hat uns aufgerieben. Seit der Belagerung der Orks erkunden wir die Stadt. Die Orks haben bislang fast jeden unserer Vorposten entdeckt und vernichtet. Den Rest der Männer, die ich entbehren konnte, habe ich entsandt, um einen Weg zur Hauptstadt Vengard zu finden. Okay. Warum habt ihr Montera nie angegriffen? Ich fürchte, wir haben einfach zu lange auf den richtigen Moment gewartet. Ja genau, wo sind die Leute, die einen Weg zur Hauptstadt Vengard suchen? Wo sind deine Leute, die einen Weg zur Hauptstadt Vengard suchen jetzt? Ja, Gorn meinte doch, der wäre da mit einer Truppe gewesen, die alle gestorben sind. Wo sind deine Leute, die einen Weg zur Hauptstadt Vengard suchen jetzt? Ich habe sie nach Gotha geschickt. Ich glaube, das war das Dümmste, was ich je gemacht habe. Ja, das stimmt. Ja, lass es Montera erobern. Nee, noch nicht. Zeig mir deine Ware. Gut, lass mal die Ware an. Können wir uns hier die Rüstung schon holen? Vergiss es. Das Ding kriegst du erst, wenn du es dir verdient hast. 20%, so viel haben wir noch nicht. Joa, wir könnten uns schon die leichte Rebellenrüstung holen, aber das lassen wir auch erstmal. Nee, die behalten wir. So. Der hat gar kein Gold. Dann vergiss es. Okay. Also brauchen wir neue Männer. Haben wir die Quest eigentlich bekommen? Da stand da jetzt gar nichts mehr von. Ja. Okara braucht mehr Männer. Das ist unsere aktuelle Quest hier in Okara. Wir müssen also diese Rebellenlage mit neuen Männern ausstatten, die wir in den Höfen von Montera und in der Nähe von Okara selbst finden können. Das Ganze geht einfacher, als man denkt. Ich trinke kurz einen Schluck, mein Hals ist ein bisschen trocken. So, gleich viel besser. Schnell nochmal ein Quicksave. Ja, ich weiß auf jeden Fall, wo sich zwei Leute aufhalten, die wir noch mit nach Okara nehmen können. Einen dritten weiß ich nicht so genau, wo der ist. Aber ich meine, ich bin mir auch relativ sicher. So, dafür müssen wir hier einmal über Okara drüber laufen. Hier rüber. Ich meine, das war hier. Okay, nein. Hier war es nicht. Oh, wo war das nochmal? Ich brauche ein bisschen Übersicht. Ja, der slidet da gerade schon den Berg runter. So, in der Richtung ist also auf jeden Fall schon mal niemand. Ist auch gut zu wissen. Hier auch nicht. Ah, hier sind wir richtig. Genau. So, ihr seht das. Nur mal kurz. Da ist ein garstiger Schattenläufer. Da auch, aber da machen wir erstmal einen großen Bogen rum. Die sollen da in Ruhe weiter schlafen. Perfekt. So, dann haben wir hier so eine, ja, Festung oder Tempelruine, wie ihr seht. Und hier drin sitzen nämlich zwei Leute, mit denen wir reden können. Fraser und Candela. Reden wir erstmal mit Candela. Na, auch auf der Jagd? Ja, was jagst du? Was jagst du? Ich habe schon alles gejagt, was es in diesem Land zu jagen gibt, Fremder. Aber mein Spezialgebiet sind Schattenläufer. Ich stehe auf die Hörner von den Biestern. Okay, Schattenläuferjagd, darüber könnte ich dir einiges erzählen. Ja, aus den Vorgängern, aus Teil 1 und 2. Schattenläuferjagd, darüber könnte ich dir einiges erzählen. Tatsächlich? Große Worte, würde ich sagen. In der Umgebung dieser Ruine gibt es zwei wirklich garstige Exemplare.
Wie wär's, wenn du mir deine Jagdkünste mal zeigst? Okay. Was habe ich davon? Ich würde dir die Hörner der Biester zu einem sehr guten Preis abkaufen. Was meinst du? Oh, gut, ich werde die garstigen Viecher erledigen. Gut, ich werde die garstigen Viecher erledigen. Na dann, viel Glück. Du wirst es brauchen. Jemand wie du wird bei den Rebellen in Okara gebraucht. Rebellen in der Eisenerzmine? Da haben sie sich also versteckt. Clever, die Jungs. Das muss ich ihnen lassen. Okay. Candela soll nach Okara gehen. Wie wär's, wenn du ab jetzt für die Rebellen arbeitest? Keine schlechte Idee. Jedoch will ich mir die Schattenläufer da draußen nicht durch die Lappen gehen lassen. Okay. Kannst du mir was über die Jagd beibringen? Du machst mich neugierig. Zeig doch erstmal, was du kannst. Vielleicht bist du ja schon sehr viel besser als ich. Glaube ich nicht, aber okay. Zeig mir deine Ware. Bla bla bla, Waldläuferbogen, Langbogen, Gold, Pfeile, die nehmen wir mit. So, und hier haben wir noch Fraser, reden wir mal mit ihm. Also für ihn müssen wir die beiden garstigen Schattenläufer jagen und reden wir mit Fraser. Hey, du bist echt mutig, hier herumzurennen. Ja, wozu braucht man Mut, hierher zu kommen? Wozu braucht man Mut, hierher zu kommen? Na, bei den ganzen garstigen Viechern hier in der Gegend. Es gehört schon einiges an Mut dazu, sich hier frei zu bewegen. Okay, ja, was machst du hier? Was machst du hier? Ich bin Jäger und jage Wildschweine. Lass uns Wildschweine jagen gehen. Ja, die Rebellen in Okara könnten dich gut gebrauchen. Die Rebellen in Okara könnten dich gut gebrauchen. Das kann ich mir vorstellen. Nun, mal sehen. Vielleicht gehe ich mal hin und sehe mir Okara von innen an. Lass uns Wildschweine jagen gehen. Ich sag doch, du bist mutig. Aber gut, du hast es so gewollt. Folge mir. Ich weiß, wo welche sind. Okay. Geh mit Fraser Wildschweine jagen. Gut, gerne. Also, Wildschweine sind jetzt wirklich nicht so das große Problem. Gut, sag ich jetzt, der vorhin von ein paar Wölfen elendig erledigt wurde. Deshalb bin ich einfach mal leise. Okay, mal schauen, wo er uns hinführt. Du willst es nicht. Begreif! Okay. Oh. Oh. Ah!